Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute ist der Park von Jannis dran und der heißt San Diego Valley. Und wir sind hier gerade schon mit einem Helikopter gelandet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal in den Park hinein. Ja, mal durchlaufen durch das Gebäude. Und dann sind wir da. Wir kommen hier direkt auf einen großen Platz mit vielen Zäunen und ich glaube einigen Gehegen. Oh, das ist schon der erste Dino. Oh, guck mal, Herrerasaurus. Ist der Herrera eigentlich immer noch der einzige Dino aus der Trias-Zeit? War ja im ersten Jurassic World-Teil so. Voll gut hier mit dem Zaun. Könnt ihr voll gut durchgucken. Beeinträchtigt so gar nicht die Sicht. Ist auch ein paar Hügel eingebaut. Und auch so ein kleinen Fluss, der da durchfließt durchs Gehege. Hier sind wir gerade gelandet. Hast du auch alles hier abgesteckt mit so einem Zaun. Dann haben wir hinten auch noch. Was ist das? Lasertag oder so? Ja, auf jeden Fall irgend so eine Beschäftigungsmöglichkeit. Und hier ist noch ein Gehege. Velociraptor. Gucken, ob das auch stimmt. Hier sind auch wieder viele Hügel. Finde ich gut. Vielleicht sieht man die Dinosaurier nicht direkt. Da sind sie. Und tatsächlich Velociraptoren. Ich sehe das 2001 männlich. Und 2001 weiblich. Und auch mit meinen Favoriten, muss ich sagen. Der männliche wurde jetzt ja auch gepatcht. Der hat jetzt endlich diese Härchen auf dem Kopf. Die hatte er vorher gar nicht. Cool, haben wir schon die ersten beiden Gehege gesehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in diese Richtung weiter. Also so einen richtigen Laufplan, wo ich langlaufen soll, hast du wohl nicht reingeschrieben in die E-Mail. Deswegen laufe ich einfach mal frei Schnauze hier rum. Viele Fleischfresser. Der Megalosaurus, glaube ich. Ja, auch sehr schön, die Bepflanzung hier. Aber diese orangenen Palmen mag ich eh voll gerne von der Optik. Da ist auch wieder viel Wasser eingebaut. Und auch wieder ein paar Hügel, was ich auch immer echt gut finde. Dadurch können sich dann die Dinosaurier auch mal ein bisschen verstecken vor den Besuchern. Wobei hier gar nicht so viele rumlaufen. Haben sich ganz gut verteilt auf diesen großen Wegflächen. Gehen wir hier rein. Oh, da sehen wir sogar schon das erste Lebewesen schwimmen. Glaube ich ein Plesio gewesen oder sowas. Oder ein Attenboro. Und ganz viele Fische. Wir fahren mal runter. Mal gucken, was uns da so erwartet. Das ist ein Tyrannosaurus. Also ist auf jeden Fall auch ein Mischgehege. Ansonsten sehe ich hier gerade nichts. Oh, der Tylo taucht ab. Ich glaube, der ist nur gedreht. Fahren wir mal wieder hoch. Oh, da hinten ist noch was. Ich glaube, das ist ein Attenborus. Zwei, drei Stück waren das. Gehen wir mal weiter. Oh, da sind sogar zwei Megalos. Oder ist das der mit Kuh, der Dino? Ich schau mal kurz nach. Ne, ist der Megalosaurus. Sag ich doch richtig. Weil die beiden verwechsel ich irgendwie immer. Oh, die Sonne geht gerade unter. Kann das sein? Na, egal. Wir machen weiter. Ansonsten stelle ich gleich wieder auf Tag. Ist auch noch so eine schöne Sitzecke eingebaut. War richtig cool. Voll toll gestaltet. Direkt vor der Lagune. Die Sonne geht tatsächlich unter. Hab's mal wieder auf Tag gestellt. Jetzt gehen wir weiter.
Freunde, ist auf jeden Fall das Amphitheater. Da gehen wir gleich auch noch rein. Und hier ist auch ein Haifieder. Einen Mose habe ich aber gar nicht gesehen oder ein Chrono. Oh, da sind Leute drin. Ah nee, das ist dahinter. Okay, ich dachte gerade, nur ein kleines Kompi-Gehege hier. Ob die sich da so wohlfühlen? Schon sehr klein, das Gehege. Aber dann kann man die wenigstens mal gut beobachten, weil sonst kriegt man die eigentlich nie wirklich zu Gesicht. Die machen voll die coole Geräuschkulisse. Dahinter geht's dann ins Amphitheater. Aber ich gehe erstmal nochmal hier links lang. Was ist das denn hier? Das ist, glaube ich, ein Schutzraum. Aber ich gehe mal hier links lang, weil da war noch eine Beobachtungsgalerie und hier dieses Aviarium. Wir gehen jetzt erstmal hier vorne nochmal gucken. Da haben wir dann nochmal so eine Ansicht. Kann man echt nochmal richtig schön die Megalos erkennen. Der hat sogar schon Narben oben am Hals und da hinten auch. Ich finde das ja auch cool, dass die Narben immer bleiben bei den Dinos. Na, der macht jetzt ein Nickerchen. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt hier vorne in das Aviarium mal rein und schauen mal, was uns da so erwartet. Oh, ein Mischgehege. Capybaras sehe ich auf jeden Fall schon mal. Und auch direkt hier vorne landen, weil du dann so eine Lampe platziert hast. Wir machen so auch gerade ein Nickerchen. Und da sind eh welche Hyangos, sind es, glaube ich. Ja, das ist aber cool, dass du hier wieder Landdinosaurier mit reingemacht hast. Und das ist auch sehr schön gestaltet. Schöne Bepflanzung, schöne Felsen platziert und auch Höhenunterschiede eingebaut. Da ist noch ein Geosternbergia. Von der anderen Seite kann man das auch nochmal richtig gut sehen. Ist aber einmal rundum überall Beobachtungsgalerien platziert. Das ist echt schön. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber mal in das Amphitheater rein. Ist hier riesige Wegflächen gebaut. Das sieht bestimmt cool aus von oben. Nehmen wir später auf jeden Fall auch noch an. Oh, Tyrannosaurus Rex. Da bin ich ja mal gespannt. Du hast nicht zu viel versprochen. Hier ist ein Rexy drin. Aber auch ein bisschen klein für einen Rex, muss man sagen. Wer hätte noch so einen kleinen Außenbereich da machen können. Hast aber schön zugebaut da. Mit einem Zaun und Felsen davor. Hat der überhaupt hier einen Futterspender? Ja, da in der Mitte. Wäre da, glaube ich, auch schon Suchus oder so schreien. Wer schreit jetzt auch für uns? Das wollte ich mir mal eben angucken. Ich habe es nur hupen gehört. Und hier ist gerade einfach so ein Tourtruck komplett umzingelt von Kanus. Die spielen richtig Fußball mit dem. Guck mal, wie zerbeult der schon ist. Die sind trotzdem noch glücklich da hinten drauf. Also ich hätte ein bisschen Angst. Wir gehen jetzt aber weiter. Hier vorne geht es nämlich auch nochmal hin. Gallimimus, Brachio und Parasaurolophus. Das ist echt cool gemacht mit den ganzen Schildern. Das ist aber kein Brachio, das ist ein Dreadnoctus. Aber wir haben hier ein Mischgehege und ein Hotel, was im Gehege ist. Wie cool. Schauen wir uns mal an. Das ist ja richtig cool. Man hat voll die gute Sicht. Sitzt man hier, genießt seinen Kaffee und dann läuft hier einfach so ein Dreadnoctus rum. Ah, und die Tour fährt ja auch noch durch. Oh, da sind auch noch Iguanodons. Und hier vorne auch noch... Ich glaube, das sind Archeornotomimus.
Laufen wir direkt am Hotel entlang. Könnte man sogar streicheln von hier oben, glaube ich. Man kann ja auch die ganze Zeit die Dinosaurier gut beobachten, wenn man hier außen rumläuft. Die machen ja auch coole Sounds. Dann hast du hier nochmal ein paar Gästeläden, wo sie essen und trinken können. Gäste. Und auch eine Toilette. Und da vorne, da geht's dann in die Jurassic Tour. Da gehen wir jetzt mal hin. Hoffen wir mal, dass wir nicht so zerstört werden von den Kanus. Aber wir starten hier direkt in dem Gehege, so wie es aussieht. Aber da fahren wir gleich nochmal zurück, glaube ich, auf der anderen Seite. Jetzt geht's erstmal in das Pflanzenfressergehege. Scheint auch gerade aufgescheucht zu sein, der Dreadnoughtus. Weiß nicht, warum der so in Panik ist. Da hinten, die sind auch in Panik, die Iguanodons. Was ist denn hier los? Sehr seltsam. Was ist das denn hier? Das habe ich ja noch nie gesehen. Hier ist einfach so ein Fahrstuhl oder sowas und da steht ein Tisch, hast du da drauf platziert, wo man sitzen kann. Oha. Da möchte ich aber nicht runterfahren. Das ist ganz schön gefährlich bestimmt. Das ist aber so cool. Gerade wenn dann da oben die Sauropoden sind, die man nicht mal erkennen kann, weil die so hoch sind. Mega schön. Kommen wir weiter ins nächste Gehege. Jetzt sollten wir wieder zurückkommen zu den Kanus. Ist hier auch relativ interessant gemacht von der Strecke. Schön mit Felsen und Höhenunterschieden. Schnell weiterfahren. Die Kollegen blockieren uns gerade ein bisschen. Hey, bremst uns nicht aus. Ah, hier ist nochmal ein Pflanzenfressergehege. Mit Stegos. Ich glaube, wir müssen uns mal hier vorbeiquetschen, links. Digimoloch sehe ich noch. Autsch. Aua. Hier ist auch wieder ein Hotel eingebaut. Müssen wir mal schnell weiter. Oh. Das war knapp. Oh Gott. Ich glaube, das geht hier noch schief. Hier sind die alle voll ängstlich. Lass uns durch. Und das war's jetzt, glaube ich, schon. Kleine süße Tour durch drei Gehege. Hat echt Spaß gemacht. Das hier ist übrigens die Sicht aus dem anderen Hotel, wo wir gerade vorbeigefahren sind. Auch richtig schön. Aber wäre, glaube ich, ein bisschen gefährlich, wenn direkt hier ein Stego vor uns stehen würde und mit seinem Schweif ausholt. Schon wieder voll in Panik. Die armen Tour-Trucks da hinten. Werden komplett auseinandergenommen. Was drehen die so durch? Was für schöne Farben die haben auf den Platten. Ein Gehege haben wir hier vorne noch. Mit Kamaras, die haben ja auch schöne Skins.
Und dann geht's da vorne nochmal zu einer Jurassic Tour. Aber bevor wir mit der fahren, schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal von oben an. Das hier ist der Bereich, den wir gerade erkundet haben. Es ist echt viel Mühe mit den Wegflächen gemacht. Sieht aber optisch ganz cool aus von oben. Noch einmal hier kurz reinfliegen und gucken, was das jetzt ist. Ein Wassersaurier. Oh, das dürfte ein Attenboro sein und Teilos. Aber das war noch nicht alles. Wir fahren jetzt, wie gesagt, nochmal mit dieser Tour, die du auch echt schön eingebaut hast mit Deko. Da geht es dann nochmal durch die Wüste. Wir sind aber keine Dinosaurier in der Wüste, die frei rumlaufen. Aber da vorne kommen wir nochmal in einen weiteren Bereich. Mit einem Aviarium. Was steht denn da? VIPs. Okay, das ist der VIP-Bereich. Ich denke mal, da werden wir schon Zutritt haben. Ist auch schöne Sitzecken wieder eingebaut. Und nochmal ein paar Besucherläden. Und dann geht's hier vorne in das Aviarium. Oh, du hast hier ein Hotel reingebaut in das Aviarium. Hier ist dann der Eingang. Das ist auch eine sehr coole Idee. Und jetzt hat man hier diese Ansicht. Oh. Da ist direkt einer in uns drin. Ich glaube, das ist ein Maradactylus oder so. Ne, Tropiognathus. Und ein Allosaurus. Ah ne, kein Allosaurus. Ein Indominus Rex ist es. Kommt direkt auf uns zu. Oha. Okay, er dreht um. Eine coole Idee, hier nochmal so ein Hotel rein zu platzieren. Ein sehr schöner Skin bei dem Indominus Rex. Ich sage, wir zoomen jetzt aber nochmal kurz raus und gucken uns den VIP-Bereich von oben an. Und einen weiteren Bereich gibt es auch noch, nämlich hier vorne. Das ist dein Industriebereich, wo du deine Dinosaurier ausbrütest. Ist auch alles untergebracht. Und hier leben sogar Dinosaurier, so wie es aussieht. Rhyos und Homalocephale. Auch voll schön gestaltet. In umgefallenen Baumstämmen. Sieht cool aus. Und ja, Leute, das war San Diego Valley von Jannis. Spaß gemacht. Sehr, sehr interessanter Park. Mag deinen Baustil sehr. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie euch der Park von Jannis gefallen hat. Und falls ihr auch einen Park habt, den ihr mal an mich senden wollt, damit ich ihn besuchen kann, dann müsst ihr einmal in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr alle Infos dazu. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.